Spekulatius Soft Ice aus dem Thermomix. Ein unwiderstehlicher Genuss. Hi, hier ist wieder Desi aus der Mein Zaubertopfküche. Und wenn du auf der Suche nach einer köstlichen und erfrischenden Leckerei bist, die perfekt in die Winterzeit passt, dann ist unser Spekulatius Soft Ice genau das Richtige für dich. Und das Beste daran, wir verwenden hochwertige Zutaten von unserem Partner Coro, der eine breite Palette an haltbaren Lebensmitteln bietet. Perfekt also für deine Vorratshaltung. Und ganz vieles davon ist auch vegetarisch und vegan. Und das Schöne, unser Softeis besteht aus nur 4 Zutaten und einem schokoladigen Topping. Und die Basis bietet hier dieser herrlich cremige, vegane und wirklich würzig-aromatischer Spekulatius-Aufstrich. Ich sag dir, den musst du unbedingt probieren. Und dank der Großpackung, die Coro anbietet, musst du dir auch übers Nachkaufen keine Gedanken machen, denn das verhindert auf jeden Fall schon mal Verpackungsmüll und auch eine Preisersparnis. Denn es ist wirklich günstiger, als immer so viele kleine Verpackungen zu kaufen. Kleiner Tipp von mir privat, es lohnt sich manchmal auch mit Freunden und Familie zusammen zu tun. Dann kann man das untereinander ganz gut aufteilen. So, ich habe ja schon gesagt, unser Eis ist denkbar einfach. Der Thermomix erledigt das eigentlich alles von alleine. Die Eismasse ist im Nu zusammengemixt. Dann muss das Ganze nochmal für 2 Stunden in den Froster. Und danach wird das nochmal so richtig herrlich cremig aufgerührt. Und natürlich wollen wir auch unser schokoladiges, typisches Soft-Ice-Topping machen. Dafür benutze ich hier wieder von Coro diese Schokodrops mit Zelit, also ohne Zucker. Und verrate dir dann auch noch ein zweites Topping. Und verrate dir auch noch, wie du aus diesem Soft-Ice ein richtig gutes Eisdessert auch für Weihnachten machen kannst. Also bleib unbedingt dran und zum Ende der Folge gibt es auch noch eine kleine Überraschung. Also starten wir mit den Drops. Wir brauchen ungefähr so 60 Gramm. Du siehst schon, das sind halt immer große Verpackungen. Bei uns ist das hier immer viel im Einsatz. Wir brauchen ja auch für die ganzen Produktionen hier immer viel. Das Gute ist halt hier gerade noch ein bisschen mehr, das macht nichts. Wenn auch Kinder das Eis essen, ist nicht ganz so viel Zucker da drin. So, das zerkleinern wir jetzt einmal und zwar 7 Sekunden auf Stufe 6 und dann füllen wir das Ganze erstmal einmal um. Perfekt. Ich fülle das bewusst nicht in eine Schüssel mit Rand, sondern lieber auf so einen kleinen Teller, weil dann können wir das Softeis nachher ein bisschen besser da drin wälzen. So sieht das Ganze jetzt aus. Das stelle ich mal nach vorne. Und dann habe ich hier noch so Kokoswürfel mit Spekulatius-Gewürz. Das ist auch mega lecker. Davon brauche ich auch nur so 50 bis 60 Gramm. Könntest auch die veganen Spekulatius-Kekse von Coro verwenden. Ich mache mal auf 60, damit wir so einen Gleichstand haben. Und das Ganze muss für ungefähr 6 Sekunden auf Stufe 7 zerkleinert werden. 6 Sekunden sollte eigentlich reichen. Und auf 7. Das komplette Rezept zum Nachlesen, ich weiß gar nicht, ob ich schon gesagt habe, findest du übrigens wieder bei uns im Zaubertopf-Club. Und solltest du den Kanal noch nicht abonniert haben, mach das am besten direkt jetzt. Das Ganze fülle ich jetzt auch einmal um. Das riecht schon so richtig schön winterlich nach Spekulatius. Und schreib doch mal in die Kommentare, ob du Coro schon kennst. Ich glaube, jeder, der so auf Instagram und so unterwegs ist, dem wird das auf jeden Fall schon mal über den Weg gelaufen sein. Und ich privat nutze das auch schon eine ganze Weile. Ich bin nämlich ein totaler Fan von einem Nussmus. Ich habe einen Favoriten, das verrate ich dir aber gleich. Jetzt gebe ich erstmal 20 Gramm Zucker in den Mixtopf. Das reicht, weil im Spekulatius-Aufstrich schon, der ist auch schon gesüßt. Da brauche ich jetzt einmal 10 Sekunden auf Stufe 10. Jetzt brauche ich 250 Gramm von diesem cremigen Aufstrich und der macht so eine tolle Konsistenz bei dem Softeis, kann ich dir sagen. Und mein persönlicher Favorit, falls du bei Coro bestellen solltest auch, ist das Pistazienmus. Das musst du unbedingt mal probieren. Das morgens auf so einem lauwarmen Croissant erinnert mich immer an unseren Italienurlaub. Da habe ich nämlich immer so ein Croissant mit Pistazienmus gegessen. Das war so lecker. Ich nehme hier 250 Gramm. Super. Bleibt auch noch ein bisschen nachher für mich zum Naschen. Finde ich sehr gut. Dann brauche ich Sahne. Und griechischer Joghurt. Das ist wichtig, dass es ein hoher Fettgehalt ist. Von 10%, weil das macht unser Eis nachher auch so richtig schön cremig
Und dadurch wirkt es oder ist es auch nicht so schwer nachher im Magen, sondern wirklich schön erfrischend, auch zur Winterzeit. Das Ganze wird jetzt 30 Sekunden auf Stufe 4 zu so einer richtig schönen cremigen Masse gerührt. Und dann muss das Ganze umgefüllt werden und in den Froster, und zwar für 2 Stunden. Unsere Masse ist fertig. Und jetzt ist eine Sache wichtig, wenn du das umfüllst. Ich weiß, dass in den meisten Rezepten dann ja immer steht, einfach in Eiswürfelbehälter füllen. Ich persönlich finde es viel, viel einfacher, wenn du so Silikonförmchen verwendest. Gibt es bestimmt auch als Eiswürfelbehälter. Ich benutze ehrlich gesagt hier vom Backen immer solche Förmchen, weil ich die sowieso habe, dann muss ich nichts Neues kaufen. Und damit lösen sich die nachher einfach so viel besser. Es ist wirklich ein Game Changer, kann ich dir sagen. Solltest du unbedingt mal ausprobieren. Und guck mal, wie schön cremig das jetzt aussieht. Das fülle ich jetzt in die Förmchen. Die musst du auch nicht ganz voll füllen, weil die Silikonform hier ist ja relativ groß. Und das riecht so gut. Ich sag dir, das ist das leckerste Softeis, was du im Winter jemals gegessen hast. Die Masse stelle ich jetzt für 2 Stunden in den Froster und dann geht es gleich weiter. In der Zeit kann ich natürlich hier schon mal alles aufräumen und den Mixtopf spülen und dann mixen wir unser herrlich cremiges Spekulatius-Softeis. So, unsere Masse war jetzt 2 Stunden im Eisfach. Ich habe das hier gerade schon mal rausgedrückt, damit ich das nicht vor laufender Kamera machen muss und so schmierige Hände habe. Und das Ganze wird jetzt cremig gerührt, deswegen gebe ich das Ganze natürlich jetzt nochmal in den Mixtopf. Wenn du das Ganze über Nacht einfrieren möchtest, ist das natürlich auch überhaupt gar kein Problem. Dann musst du nur ein bisschen länger rühren. In unserem Fall rühre ich jetzt zuerst 15 Sekunden auf Stufe 5. Du könntest das Ganze natürlich jetzt auch so belassen und einfach als Eis servieren. Und zwar schmeckt das richtig gut mit heißen Kirschen und so ein paar Spekulatiusbrösel. Ich rühre das Ganze noch ein bisschen cremiger auf. Und hier auch noch mal ein kleiner Hinweis. Jede Gefriertruhe ist auch ein bisschen anders eingestellt. Das heißt, bei den einen ist es nach 2 Stunden vielleicht härter als bei den anderen. Guck erstmal nach den 15 Sekunden rein. Normalerweise wird jetzt noch mal 15 Sekunden auf Stufe 4 gerührt. Wenn das ganz besonders hart ist oder du das über Nacht gekühlt hast, kann es sein, dass deine Rührzeit ein bisschen länger ist. Bei uns geht es jetzt noch mal 15 Sekunden auf Stufe 4 weiter. Perfekt, jetzt ist das richtig schön cremig aufgeschlagen. Ich zeige dir das Ganze natürlich jetzt auch. Das sieht gut aus. Guck mal hier. Schön cremig, das gebe ich jetzt in meinen Spritzbeutel rein hier. Ich hoffe, ich kriege das hier gut hin. Und dann habe ich mir jetzt schon so kleine Eisförmchen hier geholt als Waffelbecher. Und da spritze ich unser Softeis jetzt rein und dann wälze ich das natürlich noch in unserem Schokotopping. Und das zweite wälze ich im Spekulatius-Topping. Schreib doch mal in die Kommentare, ob du schon mal ein Softeis ohne Frucht gemacht hast. Vielleicht kennst du auch schon unser McFlurry-Eis. Das war auch so ein Softeis, das war auch richtig gut. So, hier kommen schon mal 2 Waffelbecher hin. Doch wohl schon mal verdammt lecker aus. Und dann kommt hier noch mal schönes Topping rauf. Einmal mit Schokolade und einmal mit den leckeren Bröseln. Probieren tue ich natürlich beides. Boah. Schmeckt so gut, so ein richtig winterlicher Genuss. Mega erfrischend und trotzdem so würzig durch den Spekulatius. Absolute Empfehlung. Ich nehme jetzt auch noch mal den zweiten Happen hier mit den Bröseln. Auch sehr lecker und gleichzeitig wieder ganz anders. Wirst du gar nicht, was mein Favorit ist? Bin gespannt, was dein Favorit ist. Wenn du das Ganze ausprobiert hast, schreib es auf jeden Fall in die Kommentare, ob du Schokotopping gewählt hast oder Spekulatiusbrösel. Und ich habe ja gesagt, es gibt noch eine kleine Überraschung, denn mit unserem Code sparst du nochmal 5% bei deiner ersten Bestellung. Den blenden wir dir hier einfach ein. Also bestell am besten gleich ganz schnell deine Zutaten bei Koro, schnapp dir dein Thermomix und mach dieses himmlische Softeis nach. Das ist wirklich perfekt.
viel Spaß, eine besinnliche Weihnachtszeit und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss! Daddy.